Dag Jan. Bischof, Oswald Bischof. Richtig. Was geben wir dir so Sachen hier? Ja. Ja, bei euch ist es diesmal ein Heimrennen. Heimrennen, ihr seid Lokalmatador. Ja, und die Frage eigentlich wie immer, wie stehen eure Chancen an die Konkurrenz gegenüber morgen? Ja, das entscheidet sich alles neu und das sehen wir dann morgen Abend, wie es ausgeht. Wenn alles gut hält, denke ich, dass wir ganz gut dabei sind. Ja, denn euer starker Konkurrenz, Josef und Erka, mit Uwe Kühlberger, Schiffleiter, nicht hier, stimmt das? Ja, habe ich vorhin erst erfahren. Also wusste ich nicht. Aha. Wir waren letzte Woche in Jübeck, da war er also auch schon nicht. Was da passiert ist in Dingolfing, weiß ich nicht. Was viel Erfolg hier. Danke. Willst du Reklame machen, Holland, oder was? Ich will Reklame machen, in Holland. Hab ich mir so gedacht. Sie haben aber nicht die richtige Mütze auf. Die muss ja eigentlich so darauf stehen. Homeweg um. Speedway. Supercup-Rennen. Die haben sie mir heute Morgen schon geklaut und haben sie mir die hingelegt. Die lag am Tisch, die eine Mütze. Ach. Doch. Solche Leute gibt's hier. Es gibt alles. Aber, ja, diese Dame. The show must go on, heißt es auf Deutsch gesagt. Und es geht wieder weiter. Speedway in Homeweg um. Mit wunderbares Wetter. So wie es sein muss. Ist das richtig? Rechtzeitig einen Vertrag mit Petrus abschließen, schon klappt das mit dem Wetter. Ja, und ihr habt diesmal gute Fahrer wieder hier nach Homberg verpflichtet? Ich denke schon. Ja. Aber das macht ja die Chefin, die Frau Höfer. Das kommt wieder ein. So, das müssen wir erstmal ein bisschen kassieren, damit Geld in die Kasse kommt. So ist es. Viel Erfolg. Damit wir die Fahrer bezahlen können. Gut, toi, toi, toi. Alles klar. Morgen Abend. Geht schon wieder los. Bin 35 René Schäfer und mit der 37 Sebastian Gross. Wir bitten einen Flaggenposten noch zusätzlich in die Startkurve. Bitte noch einen Flaggenposten in die Startkurve. Darf ich eben stören? Fritz Breler, Schatzmeister hier. Wo ist das? Bei der MSC Homegon. Ja, Breler, Schatzmeister, wie gesagt, man hat mit Geld zu tun, mit viel Geld. Was für Kostenaufwand habt ihr so schätzungsweise für eure Veranstaltung hier? Nur das, was an Kosten auf uns zukommt. Zehntausende. Zehntausende? Ja. Ja, das bedeutet, ihr braucht auch einige Tausende Zuschauer dann, oder? Ja. Die Untergrenze liegt meiner Schätzung nach bei 2000 Zuschauern. Ja. Dann ist das Ganze kostendeckend. Ja, wir haben im Moment herrliches Wetter. Das Wochenende wird überhaupt gut sein, laut Wetterbericht. Ja,
das sieht gut aus für diese Wärmsaugen werden. Ja, wir hoffen es doch. Ja. Sollten doch mal, aber 2000 werden nicht kommen. Ja. Und ihr habt auch ein gutes Fahrerfeld. Das glaube ich schon, dass unsere erste Vorsitzende das so richtig gemacht hat. Gut. Sonst läuft alles planmäßig. Die Organisation klappt wie immer hier in Homberg. Ja. Ja. Die Motoren die laufen schon auf der Rennbahn, wir haben Training von den B-Lizenzfahrern. Und morgen geht es ja erst zur Sache. Ja, wir haben diesmal nur eine Eintagesveranstaltung. Heute sind nur Trainingsläufe und Ausscheidungen. Gut, Schatzmeister, ich hoffe, dass alles gut klappt für eure Veranstaltung. Die Sonne lacht. Und ja, wir lachen auch alle eigentlich zusammen. Ja, hoffen wir dann jetzt hoffen wir nur, dass wir hinterher auch lachen. Ja, und dass wir dann morgen Abend alle zufrieden nach Hause fahren. So soll es sein. Mhm. Viel, viel Erfolg für eure Veranstaltung. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Maschinenabnahme. Aber dieser Mann ist von der Einnahme Wilfried Kretzer. Ja. Das ist der Name, ja? Ja, ganz genau. Und ja, Kretzer ist schon lange Jahre im Geschäft, sozusagen. Wie viele Jahre schon? Ja, 20. 20? 20 Jahre. Also viele Motorräder gesehen, ja, und geprüft und nachgeguckt und so weiter. Ja. Ja, was ist noch zu berichten im Vergleich zu früher zu der heutigen Maschine? Ja, gut, es ist, was ist, die Maschinen. Die sind heute doch viel besser wie früher und auch es sind nicht mehr so viele Mängel daran wie früher war schon. Es gab ja manchmal Zeiten, da waren die mit Draht gebunden und sowas. Ne? Ja, aber das gibt es heutzutage nicht mehr. Heute gibt es nicht mehr. Ne? Das wird auch nicht gehen natürlich. Ja, und jetzt ist nur noch hier bei dem Speedway und alles. Da ändern sich ja andauernd die Bestimmungen und so. Weil, da muss man schwer aufpassen. Ja. Gut, im Moment haben wir richtiges Rennwetter hier in Homberg. Jo. Sonnenschein. Sonnenschein. Ideales Wetter, gell? Ja. Ideales Rennwetter. Gut. Na, hoffe ich, klappt das morgen auch gut. Ich wünsche dir, ja, sozusagen viel Spaß bei der Arbeit. Ja, genau. Danke. Dass alles gut über die Bühne geht. Ja, danke. Ja, was haben wir gezegd? Ik glaube, ja, wie is de naam? Schäfer, hè? Ja, Schäfer Nadine. Ja. Nadine Schäfer. Früher hast du een beetje gefahren? Ja. So, Solo-Maschine gefahren. Oh, jetzt nicht mehr, stimmt das? Nein, nicht mehr, nein. Seitdem ich in die Lehre gegangen bin, fahre ich nicht mehr, nein. Ja, eigentlich auch, nach meiner Meinung, ist Motorsport aus der Seitenbank, wenn man im Beiwagen sitzt. Aber Motorsport im Allgemeinen ist eine Sache für Männer. Ach, das würde ich nicht so sagen. Ich meine, die Mädchen können auch ganz schön Gas geben. Also, ich meine, das sind nicht nur die Jungs alleine. Aber ab einem gewissen Alter denkt man dann schon an seine Gesundheit, wenn man Mädchen ist. Ich meine, die Jungs sind ja immer mehr so Draufgänger. Aber ich meine, Mädchen können das auch. Jetzt bist du hier in Homburg. Wieso kommt das, dass du in Homburg bist? Ja, da mein Bruder hier mitfährt und meine Eltern können nicht, weil die beim Essen sind. Und da bin ich halt mitgefahren. Gut, klar. Viel Spaß beim Zuschauen, aber noch mehr Erfolg für deinen Bruder. Okay, so, danke. Die hat ihn komplett. So ungefähr müsste ich jetzt was sehen. 30 Stück, weil hier links oder rechts sind. So die Mitte. Genau in der Mitte. Ja, noch ein Stück. Und in den Block. Soms maken mannen, die maken ja, mechanisch niets. Maar dat maken ook vrouwen? Ja, voor ons ja. Ja. Oh, ik zie een nieuwe auto, Rüdesheim. Rüdesheim, ja, aan de Rijn, daar kan het ook moeilijk zijn. Nee, in de Nähe. Ja. Bad Schwalbach. Ja. Bad Schwalbach. Mm-hmm. Maar hier is ook schön, Homburg. Super.
Wenn das Wetter so bleibt, ist und gut. Und wer fährt hier mit diesem Motorrad? Velasquez. Und? B-Lizenz. Hat er dann gute Chancen hier? Ich hoffe es. Erstmal Qualifizierung. Ich hoffe es. Am 40. Speedway-Rennen, 15. im Supercup in Homberg, ist also so ein kleines Jubiläum. Wir haben also in der Ausschreibung stehen, dass wir Ausscheidungsläufe fahren in der B-Lizenz Solo und in der J-Lizenz-Klasse. Zu der Ausscheidung wird es nicht kommen, weil nicht genügend Fahrer da sind. Es werden also alle Fahrer, die da sind, in B-Lizenz Solo und in der J-Lizenz Solo-Klasse an den Start kommen. Braucht euch also nicht zu überanstrengen bei dem Pflichttraining. Es geht also so, dass alle starten werden. Die Gruppeneinteilung wird nachher hier vorne am Vorstand vorgenommen. Bei den A-Seitenwagen sind noch zwei Fahrer eingetroffen. Die werden jetzt im Anschluss an die Fahrerbesprechung noch ein kurzes freies Training fahren. Anschließend machen die A-Seitenwagen ebenfalls ihr Pflichttraining, wobei die beiden Reservefahrer, die Nummer 13 und die Nummer 14 zusammen auf die Bahn kommen, um in dem Ausscheidungslauf zu ermitteln, wer von den beiden fest ins Rennen kommt. Der andere wird dann Reservefahrer. Was ich noch zu sagen habe, das gilt also auch schon für heute, aber insbesondere für morgen. Das heißt, das ist die Disziplin und Pünktlichkeit. Ihr wisst, dass wir in Homberg immer ein ziemliches Mammutprogramm haben. Und dass es also wirklich angesagt ist, dass man sich den Zeitplan mal anguckt und dass man rechtzeitig hier am Vorstand ist, dass man da nicht ewig hinterherlaufen muss. Ansonsten sind wir da auch ganz knallhart und starten auch einen Lauf ohne den Fahrer, der nicht da ist. Dann fröhlich, so dass wir hier alle fähig sind, an den Start zu gehen. Martin Smolenski.
heute nicht, aber morgen kämpfen werden um den Seitenwagen Supercup, eine ganz begehrte Trophäe im deutschen Bahnsport. Mit der Startnummer 7, Dave Howells, Sepp Seidel. Mit der Startnummer 3, das ist eine Änderung in ihrem Programm, William Mattheisen und Roloff Mellens aus den Niederlanden. Mit der Startnummer 5, Jens-Peter Bosko mit Rico Labuda im Pantoffel. Auch das ist eine Änderung. Und mit der Startnummer 8 dabei, Kai Hedderich und Frank Schmidt. Und Lee Wootham 55,94 Sekunden.
Kontrolle für Fernsonden, nun geht es darum, wer wird morgen dann unter der Startnummer 4 dabei sein. Zum einen das Gespann 13-8 Kühler mit Bernd Habermann und zum zweiten mit der 14 Wolfgang Herrmann und Peter Schirmer. Der Sieger dieses Duells, das wir Ihnen natürlich auch direkt präsentieren, ist morgen dann im Fahrerfeld mit der Startnummer 4 dabei. Und beide zählen Sie nicht gerade zu den Leichtgewichten. Heidemarie Lijn Heuvert, chefin hier van de club van MSC Hombeek Olm. Ja, bij euch geht's wieder los. Seitenwagen, Supercoupe, Speedway. Ja, wie läuft alles im Augenblick, Heidi? Im Augenblick läuft alles gut, denn wir haben den heutigen Tag schon abgeschlossen. Das heißt also, den Rennteil des heutigen Tages haben wir schon abgeschlossen. Wir haben die Trainingsläufe gemacht, das Pflichttraining und die Ausscheidungsläufe. Und gehen jetzt schon so langsam in die Vorbereitung halt für morgen und dann anschließend zum gemütlichen Teil über, das ist die Renndisco dann heute Abend. Ja, gut, da freuen wir uns auch sicherlich drüber, aber mehr freuen wir uns über das Rennen, was eigentlich morgen hier stattfindet, mit den Spitzenfahrer, die Spitzengespanne hier in Deutschland. Euer Clubgespann Bischof mit Mario Sieber ist auch dabei, aber zwei Gespanne vermisse ich, das ist eigentlich meine Frage, ich vermisse Josje van Derga met Uwe Kuberger en Karl Kruijl met Joachim Reeg. Twee topgespannen. Ze zijn leider niet hier. Wie komt dat? Ja, in Sachen Karl Kruijl gibt es da eine Differenz, die zwei Jahre zurückliegt. Da ist der Ursprung drin, dass der Karl Kruijl nicht bei uns fährt. Und Josef van Derga hat sich ja verletzt in Vilshoven und kann also aus dem Grunde nicht kommen. Cool. Aber ihr habt noch ein anderes Gespann dafür kriegen können, aus meiner Heimat, aus Holland, Matthijsen, stimmt, ja? Ja, Matthijsen kommt und ich hoffe, dass er gut mithalten kann, dass er die holländischen Fahnen hochhält. Gut, na, das freut mich, das zu hören. Die andere Frage, bei vielen Vereinen ist meistens der Chef, der erste Vorsitzende, ist ein Mann. Aber hier in Hombeek-Olm ist es eine Frau. Da freue ich mich drüber, da bin ich auch ja, ein bisschen stolz drauf. Aber ja, was sagen die Männer so im Club hier, dass eine Frau das zu sagen hat? Ich denke, die Männer haben sich da mittlerweile dran gewöhnt. Es ist so, ich bin ja ein bisschen erblich vorbelastet. Mein Vater war jahrelang Vorsitzender von dem Club. Dann ist er gestorben, 1975 schon. Dann hat das Ganze mehrere Jahre geruht. Und dann haben wir ihn 1984 das Ganze wieder aufleben lassen. Und dann bin ich so in die Fußstapfen von ihm getreten. Das heißt, es war eigentlich kein Mann da, der das Ganze machen wollte. Und irgendwie haben sie mich dann so zur Nachfolgerin auserkoren. Und ich musste den Männern dann halt mal sagen, wo es lang geht. Gut, und es läuft gut, möchte ich sagen. Ja, läuft ganz gut. Gut, allerletzte Frage. Ich war heute Nachmittag hier in Hombeek-Olm in einer Konditorei. Konditorei Born heißt das. So ein ganz gutes Geschäft. Habe ich herrliche Kuchen und Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Aber ich habe so ein Gerücht aufgefangen, gehört. Ja, die hat gesagt, es könnte unter Umständen das letzte Rennen sein, was hier dieses Wochenende stattfindet in Hombeek-Olm. Es wäre unter Umständen möglich. Es ist also so, dass ich jetzt 15 Jahre Vorsitzende bin in dem Verein und seit 15 Jahren das Ganze so organisiere.
Und na, wie will man es ausdrücken? Vielleicht bin ich ein bisschen amtsmüde. Es ist halt so, ich habe sehr viel Belastung auch privater und beruflicher Seite und habe immer weniger Zeit, das Ganze zu machen. Also ich für meinen Teil habe gesagt, dass es mein letztes Rennen als Vorsitzende ist. Was jetzt im Endeffekt weiter passiert, vielleicht findet sich ja jemand, neue Vorsitzende, der das dann weiter organisieren möchte und kann und tut. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr als Vorsitzende die Veranstaltung weiter organisieren, weil es einfach zu viel wird. Ich werde also meinem eventuellen Nachfolger gern zur Seite stehen und ihn einarbeiten, aber mir selbst reicht es nach 15 Jahren. Genau, das ist auch eine lange, lange Zeit. Ja. Da wollen wir hoffen, dass sich dann ein Nachfolger sich meldet, entweder ein Mann oder eine Frau, und dass das Rennen in Homburg-Holm doch uns alle erhalten bleibt. Denn Homburg-Holm ist doch eigentlich, wie es auf Deutsch heißt, eine Reise wert. Ja, das denke ich auch, dass Homburg eine Reise wert ist. Nur leider ist es halt doch so, dass uns da auch immer noch ein paar Zuschauer fehlen. Ne? Das sind eigentlich immer noch zu wenig Leute, die sagen, Homburg ist eine Reise wert. Das heißt, ich kann das noch nicht mal direkt von den Rennfans sagen, denn da haben wir ja wirklich Fans, die auch von weit her anreisen. Ob aus der Schweiz oder aus Berlin oder aus Bayern oder Norddeutschland. Wo wir eigentlich ein großes Problem haben, ist mit den Zuschauern aus dem näheren Umfeld, also aus dem näheren Umkreis. Da haben wir einfach zu wenig. Ob es hier an der Mentalität liegt oder an den Leuten, ich weiß es nicht. Das ist also sehr schwierig zu sagen. Es ist natürlich auch so, das Freizeitangebot wird immer größer. Und es sind unheimlich viele Veranstaltungen, auch rundum kleinere Veranstaltungen. Aber das summiert sich halt auch und das nimmt halt auch Leute weg. Na gut, Heidi, wollen wir hoffen, dass trotzdem morgen viele Leute in den Weg finden nach Homburg-Holm. Ich finde es eine schöne Gegend hier. Die anderen Leute auf dem Campingplatz finden es auch eine schöne Gegend hier. Man kann schön herrlich ein paar Tage Urlaub machen, wenn sie sich das erlaubt. Ja, wie gesagt, viele Leute braucht sie morgen und dass das Rennen in Homburg-Holm uns alle erhalten bleibt. Ja, hoffen wir das auch. Gut, okay. Wir sehen uns heute Abend wieder. Ja, tschüss. Tschüss. Hast du dich da? Ja, klar. Ja. So, ey, das Ding an der Seite draußen gut ist. Ja, klar. Morgen, Jan. Morgen, Rudi Wager. Rudi Wager. Speedwerden haben mit Omis wieder angesagt. Und auch Bernd Zöger mit Rudi Wager. Sind beim Scheidenwagenrennen dabei. Rudi Wager sitzt im Beiwagen bei, Bernd Zöger, aber nicht mehr der jüngste Teilnehmer, das stimmt ja. Ja, aber auch nicht der älteste. Auch nicht der älteste? Auch nicht der älteste. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich überhaupt noch nicht alt. Wie alt ist Rudi mittlerweile? 2x5. 55. Und wie lange kriegt man dann Genehmigung, um im Beiwagen zu sitzen? Bis 60 Jahre. Also, du machst noch 5 Jahre weiter? Ja. Das macht immer noch Spaß. Gut, Rudi, viel Erfolg mit Bernd Zöger heute hier in Homburg-Holm. Danke. Ja, morgen. Tommy Dunkel. Ja. Und eben. Ganz kurz stören, bitte. Ja. Ja, Tommy, das Speedwerden kom ik onder jullie aan de zaak. Auch Tommy Dunkel is erbij, daar freuen wir uns alle drüber. Oh, du hast gute Erinnerung an Homburg-Holm. Du hast schon ein paar Mal den Goldenen Löwe gewonnen. Das ist richtig, insgesamt 2-mal. Einmal vor 10 Jahren. Genau, und einmal letztes Jahr. Genau. Heute möchte ich ihn gerne verteidigen. Und Homburg, ja, Homburg ist immer ein gutes Omen für mich. Läuft immer sehr einigermaßen gut für mich, wenn alles hält und passt. Und ich freue mich eigentlich schon, hier heute zu fahren. Ja, wir haben herrliches Wetter. Gestern hast du übrigens auch noch ein Rennen gefahren in Mühldorf, stimmt das? Das ist richtig, ja. Und was für ein Platz? Das war ein Länderkampf über 5 Länder und da hat Deutschland gewonnen. Und ich war ganz zufrieden damit eigentlich. Ich habe einen Punkt abgeben müssen, einen schlechten Start gehabt, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Gut, Tommy Dunkel, ich bin nicht lange aufwarten. Hat wieder Arbeitsweg. Sehr viel, ja. Viel Erfolg hier in Homburg. Dankeschön, Jan. Das sind Deckel festgemacht. Mhm.
Lonnie Meyer. Ja. Ja, es geht wieder los. Speedway-Rennen heb ik aan met vele goede gespannen. En Meijer is weer lange jaren met Tommy Koenen gevaren. Maar eerst zie ik niet als bijvaren, zonder als helfer hier bij de club, bij de MSC. Richtig. Nou, ik ben im club hier in Homburg. En da wir immer so wenig Leute sind, muss ich halt jetzt auch einspringen. Gut, und es macht Spaß, diese Arbeit zu machen. Macht alles Spaß. Rennsport macht immer Spaß. Egal, was du für Arbeit machst, ob du Beifahrer bist oder Fahrer, macht Spaß. Gut, wer gewinnt heute Seitenwagen hier in Homburg? Also ich schätze mal die große drei, wie immer, Karl, Kunert und Brandl und Bischof. Unter den vier Stück wird es sich belaufen heute Abend. Heute Abend um 5 Uhr, wenn wir wo wissen, hier wer das geschafft hat. Da wissen wir es genau, ja. Gut. Viel Spaß bei der Arbeit. Danke. Ebenso. Bis dann losgehen. Ja. Auch am Montag. Du, ich habe soeben mit der Frau Steuer von der UMV telefoniert. Die wollen am Tag noch wieder. Schauen wir am Mittwoch auf. Ja, deze man voor mij, wenn ik goed informeerd ben, schiedsrichter hier bij de huidige veranstaltung in Homburg. Ja, dat is richtig. Ja, wie is de naam, bitte? Mijn naam is Joachim Oma. Ja, en wie gesagt, schiedsrichter, gisteren heb ik ook, weil ik ook schon hier, ik heb een beetje gezien, es gab aber een paar Mal een Fehlstart. Woran hat es gelegen, bitte? Ik glaube, dass die Fahrer am ersten Tag beim Training noch sehr nervös waren, sich wenig auf die grüne Lampe konzentriert haben. Aber ich denke, dass wir das heute noch in den Griff kriegen. Gut, wir haben ja wieder gute Fahrer hier in Homburg, daar sind wir alle froh drüber. Zo wie solo wie Seitenwagen, aber Seitenwagen. Wer könnte das heute wohl packen, hier um das Rennen zu gewinnen? Oh, das ist schwer zu sagen. Seitenwagen, Speedway ist eine Sache für sich und es sind wirklich fast alle Topfahrer da. Also das Feld ist sehr ausgeglichen. Das ist schwer, eine Prognose hier abzugeben. Also nicht auf Vorhand ein Favorit da? Nee, also es sind mehrere da, die da Chancen haben. Im Training war Kunert gut. Ich denke, dass Brandl eine Chance hat. Aber wie gesagt, es ist sehr ausgeglichenes Feld. Gut, und wir hoffen, dass wir alle viel Spaß an diesen Veranstaltungen haben, dass die Schiedsrichter kein Fahrer wieder zurückschicken aus dem Fahrerlager wegen Bandberührung und so weiter. Ich wünsche dann ja, viel Spaß bei der Arbeit sozusagen. Dankeschön. Gut, tschüss. Ich muss kommen, auf Deutsch gesagt. Obwohl es ist eigentlich ein englischer Spruch, aber ich muss kommen. Und auch Brandl mit Peter Starker sind dabei beim Seitenwagen Supercup-Rennen. Ja, bitte, die Frage eigentlich wie immer, wie stehen dann eure Chancen die Konkurrenz gegenüber? Ach, ich denke mal, die Chancen sind nicht schlecht, weil wir eigentlich momentan ganz gut drauf sind. Die letzten Rennen sind für uns ganz gut verlaufen und ich denke mal, dass wir heute auch mit Sicherheit ein Wort mitreden können. Ja, die Meisterinnen, die ihr bestreiten tut, das ist meistens Grasbahnen, Sandbahnen, also viel Grasbahnen. Hier ist Speedway. Was macht ihr eigentlich am liebsten? Ist es Gras, Sand oder Speedway? Ich fahre persönlich am liebsten auf der Sandbahn, weil das ist eben am schnellsten und das macht mir am meisten Spaß. Gut. Na, ich hoffe für euch, dass es gut klappt, dass ihr unter den ersten drei, ja möglichst, dass ihr Nummer 1 seid heute Abend hier. Das kann ich ja nicht wissen. Ich sage sozusagen dann toi toi toi, viel Erfolg. Ja, danke für deine gute Wünsche, Jan. Ja. Und? Nicolin? Ja. Sprichst du Deutsch? Ja, ein bisschen. Ja. Sonst müsst ihr iSpeedway fahren? Ja, heute. Du fährst gut iSpeedway, aber wie ist hier mit Speedway? Heute muss bitte? Heute muss probieren. Heute das erste Mal? Ja. Ja. Gut. Nicolin, ja. Viel Erfolg hier ja, in Homburg. Wann ist der Vanis? Heinz Brandt, Bernd Zöger. Ja, Bernd Zöger. Heinz Brandt ist der ehemalige Beifahrer von Bernd Zöger.
Also ja, das ist richtig. Jetzt ist Brand, also nicht mehr Beifahrer, sondern Brand macht nur noch. Ja, Urlaub. Urlaub. Urlaub nicht. Aber was ist die Funktion, Heinz, hier bei der Gruppe MSC Homberg? Ach so, wenn irgendwo was brennt, bin ich halt da. Für alles und für nichts. Ja, es gibt viel Arbeit, um so eine Veranstaltung hier ja, gut über die Bühne zu bringen. Gibt es noch Probleme im Augenblick? Nö, im Moment nicht. Wetter sieht gut aus, Bahn ist im Top-Zustand, Helfer sind alle da, müsste funktionieren. Gut, die Zuschauer, die werden vielleicht alle braun von der Sonne oder die werden vielleicht schwarz vom Staub? Wir werden uns Mühe geben, so wenig Staub wie möglich aufkommen zu lassen. Wasserwagen und alles, Feuerwehr ist da, also müsste normalerweise klappen. Cool. Heinz Brandt, ich wünsche viel Erfolg für eure Veranstaltung, dass alles gut über die Bühne geht, mit möglichst vielen Zuschauern. Das schöne Wetter haben wir ja schon. Und dass wir heute Abend alle zufrieden wieder nach Hause fahren. Vielen Dank. Toi, toi, toi. Tschüss. Hallo. Hallo. Jetzt warten wir, dass die Mandeln rauskommen. Was ist jetzt mit dem 3-würdigen Startbahntraining? Jetzt ist der Startfahrzeug auf die Waage. Der 9 ist ab. Der 12 war die Platte, geht der Starke. Back.
Jens Feld mit René Schäfer, Jan Papel, Patrick Zwetsch und Sebastian Groß. Und damit ist der erste Wettbewerb gestartet. René Schäfer und Jan Papel im Kampf um Platz 1. René Schäfer setzt sich vor Jan Papel und dritter Sebastian Groß. Da Führung für Lili Schäfer, sicherer zweiter Platz für Jan Papel. Einen Punkt für die Startnummer 37 für Sebastian Koch.
Kalina. Sehr wahrscheinlich. 10 Punkte. 10 Punkte. Bernd Zeuger. Ja. Ik hoorde gerade über Lauf sprechen van Klaus Witt. Ja, Bernd Zeuger kan leider niet meer aan het rennen teilnehmen. Ja, dat heißt op Deutsch gesagt, ausgespeisen. Niks geweest. Niks geweest. Ja, genau weet je. Leider. Ja. Was ist das Problem, bitte? Das Problem ist, der Motor läuft nicht. Wir haben einen neuen Motor gekriegt, für Spielberg gemacht. Und haben dann bis Donnerstag erst in eine Kiste gekommen, eingebaut und haben da Probleme mit. Wir haben verschiedene Vergaser probiert, wir haben andere Einstellungen probiert, Zündung verstellt, dies gemacht, das gemacht. Wir haben also alles Mögliche, was man austauschen kann, ausgetauscht. Wir kriegen ihn nicht ans Laufen, er hat Aussetzer. Wer macht den Motor bitte? Ja, gut, wir wollen ja jetzt nicht schlecht über irgendjemanden reden oder so, wir wollen jetzt auch keine Namen nennen, das ist uninteressant, es ist ganz einfach so, er ist gekommen und irgendwo ist ein Problem drin und können wir nichts dran machen. Das kann schon mal passieren. Ja, gute Heimreise. Ja, danke. Und hoffen, dass du dann bei nächster Rennen, wo ist das dann? Vielleicht? In Lüdinghausen. Lüdinghausen. Ja gut, da habe ich zwei andere Motoren zur Verfügung, da wird wohl was laufen. Ich hoffe, dass es da besser klappt. Danke, Jan. Du Jan, hast du schon was gehört? Ja, Freunde aus nah und fern. 40. DMV Speedway-Rennen in Homburg-Ohm, Jubiläumsrennen 1998 und dazu heißen wir Sie herzlich willkommen. Und in Vertretung des Schirmherrn, des Herrn Bürgermeister, der sich in diesem Jahr erstmalig nach 25 Jahren einmal Urlaub gegönnt hat, haben wir bei uns unseren ersten Stadtrat Rudolf Meiß, der Sie wie gewohnt sportlich knapp begrüßen wird. Sehr geehrte Gäste, liebe Motorsportfreunde, in Vertretung des Schirmherrn dieser Veranstaltung begrüße ich Sie alle zum 40. internationalen DMV-Speedway-Rennen in der Stadt Homburg-Ohm. Der Netzwerk Fahrer-Welzendorf, wie der spannende Rennen und packende Wettkämpfe erwarten, und damit es dann auch in der Technik die Richtigkeit hatte, dafür sorgte, dass ich mich gerettet habe. Und nun zu unserem Team, fangen wir an mit den Weltmeistern von morgen und übermorgen, nämlich unserer Wirtschaftsrennen. Wir freuen uns auf Peter Michael Lina. Hey, Linda. Danke schön. Erfolg. Danke schön. Dennis Bitter.
Hallo. Hallo. Fahrervorstellung ist kein Rennen. Nicht mehr dabei, der ist wie Friedmann. Dann Marco Langer. Ja. Christian Börs. Und Marco Müller, das war so das Team vom Eichenring Berlin Volkswagen hier, fast vertreten, die Ligamannschaft. Ja, liebe Fans, und dann kommen wir zu unseren A-Lizenz-Solisten. Und angeführt wird das 12er-Fahrerfeld vom amtierenden Profi, Langbahn-Weltmeister und Titelverteidiger, den Goldenen Löwen, Tommy Funker. Wir freuen uns auf den dreimaligen Ex-Gerstmann-Europameister und zweimaligen Deutschmeister Robby Barth. Dankeschön. Der Junioren WM dabei, Stefan Fachmann. Und man sagt ja immer, wenn es dem Esel zu wohl wird, dann geht er aufs Eis. Er hat es genau umgekehrt gemacht. Der Esel ist jetzt zu wohl geworden und jetzt geht er auf die normale Speedbahn. Der Boxmedaillengewinner des DC1-Eis-Weltmeisterschaft, Slave Nikolin. Wir freuen uns auf Wladimir Kalina. Und Lars, auch dies hofft hier, dass er heute Nachmittag ein Technikproblem hat mit seinem Verkörper Michael Bautringer. Und international mir, sagte schon bei der Fahrervorstellung, wenn der Jürgen und der Jens
Wenn bei denen das Maschinenmaterial hält, dann mischen sie vorne dann ganz schön mit. Und wir haben es gesehen und dann das auch in der letzten Runde. Wir vergeben die ersten Wertungspunkte wie folgt. 3 Punkte auf der Programmseite 17 für die Startnummer 1 für Tommy Kunert, Hermann Bacher. 2 Punkte für die Startnummer 11 für Oswald Bischoff und Mario Siebert und einen Punkt für die Startnummer 12 für Martin Brandl mit Peter Starke. Leider ausgefallen mit der Startnummer 2 Jürgen Michel und Jens Laurenzen. Zeit des Sieges. Thank you.
auf Mann Krüger, aber der hat noch einen Ritter gefunden. Dem Herbert Rudolf. Ja, liebe Fans, das war schon der erste Knaller. Sechster hier zum Jubiläumsrennen. Und die Punkteteilung wie folgt: 5 Punkte für die Startnummer 3 für Matten Krüger, Hermann Bacher, Jens Peter-Bosco, Rico Labuda und Augustin und Marc Rundrucker. Ja, der Wolf war der Beifahrer verloren gehabt, wo der Start wiederholt. Da haben die anderen geschimpft, weißt du? Das war schon das. Die sind damals ein Beifahrer, wo wir ein Bein gehaupten. Der Park, ja? Der Park ist auch schon Fahrer, alles das. Eine Zeit lang. Ja, der Dings hat auch mal verloren, ich glaube, 570. Das ist auch nicht drin. Alles hier noch nie gerne. Ja, der Kurve hat immer den schönen Fahrtpunkt. Jawohl, sind vorbei. Jürgen Mittel. Und jetzt die Laufenden probieren sie noch.
bei den internationalen Lizenzen durch. Was gibt's da für schöne Sinnes? Oldtimer. Oldtimer? Oldtimer, ja. Speedway, Allspeedway. Reifendiele, ja, aber. Und Schwenke? Na, Schwenke sind ja keine dabei. Schwenke sind nirgendwo willkommen. Wie kommt das? Ja, das ist die OMK dran schuld. Die OMK, die ist Gott im Motorsport, im Zweiradsport. Und die verbietet überall die Schwenke, obwohl sie selber nie ein Motorrad gefahren haben. Hm? Schön. Ja, meiner Meinung nach stürzt der Einfahrer da. Ja. Robert. Der will Eisbild. Mein Onkel weg in die Weise. Ja. Schreckschorsch. Werner Eckert. Wer ist denn das? Gibst du mir mal so einen? Margit Kraget. Ein Grüner? Ja, die ist einmal. Damit wenig die gefahren ist. Also. Der Konkurrenzlager. Jawohl, so mit der 7, die Laufsieger, vorne mit der und die Rotem mit der Straßenrohr 11 mit 2 Punkten aus Bad Bischof, Mario Siebert und mit der 3 William Mattheisen und Olof Bellens aus den Niederlanden. Ich habe euch nicht gewonnen.
Burkhardt, mit Karl Keil, mit Martin Brandl, mit Bischof und vielen, vielen mehr. Zum letzten Mal auf der 1000-Meter-Bahn nach dem Rennen wird die Bahn dann ja umgebaut und verkürzt, also Himmelfahrt in Herxheim. Servus. Thank you.
Sieger der Start von AI, Martin Kröger und 5 Punkten. Damit hat er insgesamt 14 in der Zwischenaddition bis in den Semifinal vertreten. 4 Punkte für die Startnummer 10 für Sean Wilson. Der Sean hat insgesamt 8 Punkte bei einem Ausfall. 3 Punkte für die Startnummer 5 für Slavoj Nikolin. Hat jetzt 5, hat er noch einen Lauf gefahren. 2 Punkte für die Startnummer 2 für Robert Barth. Der Robert hat damit insgesamt 7 Punkte und eine Punkt für die Startnummer 1. Du hast dich jetzt entlaufen.
2 Punkten auf Bahn 10, Robert Stahl. Mit 4 Punkten auf Bahn 2, Karel Kruger mit der Startnummer 9 und mit 1 Punkt. Die Startnummer 12, Michael Schausener auf Bahn 6. Thank you.
Hamburger. Trinkst du ja mal Bier oder was? Nee, auch nicht unbedingt. Verrat doch mal den jungen Leuten so sportlichen Tipps, wie kriegt man gute Kondition? Viel rauchen, viel trinken, lang schlafen oder was machst du? Nee, am besten ein bisschen joggen oder Radfahren oder schwimmen gehen. Und wie sieht's aus mit der Freundin?
Mehr Jeans habe ich auch schon eine. Hast du auch schon eine? Bist also schon in festen Händen? Wie jung bist du denn? 13 Jahre. Oh, 13 Jahre. Hat er noch ein bisschen Zeit zur Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch unseren drei Siegern, René Schiefer, Jan Pape und Martin Smolinski. Das war, glaube ich, 64, da verlor der Colt den Ball. Das ist kein gutes Vorbild im Essen. Schau mal, lieben Robin. Das ist nicht fair. Na, Colt, der gibt drauf. Das Ding ist uns nicht ins Hessen-Fernsehen, dann ist was los. Oh ja. Und Oswald gibt mir nicht, dann platt die Klappe. So, unsere Bahnsport-Fotografen. Richtig spüren. Das ist die gute Rennwurst. So, alle Fotos im Kasten. Dann wechseln wir die Klasse. Kommen. Naja, Fußball. Valeskis. Ja, und dann hat der MSC Eichenring Wolf Lake kräftig zugeschlagen. Die waren heute mit ihrer ganzen Ligamannschaft hier vertreten. Den ersten und den zweiten Platz nehmen sie mit nach Wolf Lake. Zum einen Platz 2 Christian Börst. Herzlichen Glückwunsch. Interessiert mich natürlich, Christian, du hast 2 Laufsiege verbucht und im letzten Lauf klappt es nicht. Was war es? Vergaser übergelaufen? Nee, der Vergaser hatte ich schon den ganzen Tag mit Problemen. Und im letzten Lauf. Moment, dieser Mann. Guten Tag. Hallo. Ja, bekanntes Gesicht. Und ja, wie ist der Name bitte? Ja, Volker Ort. Volker Ort. Lange Jahre Spannfahrer gewesen. Ja. Hier ist ja gespannt in den Hamburg. Ja. Aber Volker Ort hat sich ja, richtig hoch gearbeitet. Nicht in der Gespannszene, sondern im Privatleben, beruflich. Ja, beruflich ist richtig. Also, was ist Volker Ort? Bis 1991 aktiv Motorsport gemacht. Und seit diesem Jahr bin ich Bürgermeister der Stadt Homberg-Ohm. Und für mich ist also ganz, ganz wichtig, dass der Motorsport hier weiterläuft, dass es also hier weitergeht. Man hat ja überall zurückgehende Zuschauerzahlen. Das sieht man hier in Homberg-Ohm auch, obwohl das Rennen hervorragend präpariert ist und sehr gut vorbereitet ist. Aber ich werde mich in Zukunft dafür einsetzen, dass also noch mehr Leute hier dieses Angebot nutzen und diesen Motorsport beibringen. Das ist also für mich eine ganz wichtige Geschichte. Sich positiv herausstellen, dass das Rennen hier uns die Bahn an sich, die hier vor Ort vorgefunden wird, die wird hier von der Stadt Homberg-Ohm zur Verfügung gestellt. Und man sieht also schon das Engagement in den letzten Jahren hinaus, eigentlich schon aus der Ära von dem alten Herrn Höfert, als diese alten Grasbahnrennen noch waren, den Motorsport hier in Homberg-Ohm aufrechtzuerhalten. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass sich hier die Räder weiter drehen. Gut, wie gesagt, wollen wir hoffen, Punkten. Und die starten mit 10, Sean Wilson mit 8 Punkten. Und im zweiten Halbfinale, dem Rennen 31, sind dabei die Startdaten von 9, Karel Kruser mit 9 Punkten. Das ist der kleine Rennfahrer in der Schnullerklasse. 11, Herbert Rudolf mit 2 und die 12, Michael Zausinger mit 1 Punkt. Das sind also die Semifinalisten der internationalen Lizenz-Soloklasse. Er ist also jetzt schon mit Leib und Seele dabei. Jedes Auto mit 14 Monaten, jedes Motorrad, was er sieht. Ja. Ohne alles klar. Ja, bei dir auch. Hermann Bacher, DVL, Sepp Seidel und Paul Miller, die Rotem. Und damit der zweite Platz für Paul Miller.
1, weitere 3 Punkte für Tommy Kuhnert, Hermann Bacher, nach wie vor ungeschlagen mit 12 Punkten. 2 Punkte fürs Gespann 10 für Paul Miller und die Rotem. Wir haben insgesamt 9. Michael, ja. Bahn 2, Wolfgang Herrmann, Peter Schirmer auf Bahn 3 und auf der Außenbahn Kai Hederich und Frank Schmidt. Martin Brandl, Peter Starke vor Augustin und Marc Rundrucker und Wolfgang Herrmann, Peter Schirmer und Kai Hederich, Frank Schmidt. Augustin und Marc Rundrucker, aber die anderen auf der Lauer, sowohl Kai Hederich, Frank Schmidt innen, als auch Wolfgang Herrmann und Peter Schirmer außen. Und da hat Augustin und Marc Rundrucker technische Probleme. Die fallen auf. Wolfgang Herrmann, Peter Schirmer. Drei Punkte für das Gespann 12, Martin Brandl, Peter Starke. Sie haben damit 9 vor ihrem letzten Durchgang. 2 Punkte für das Gespann 8 für Kai Hederich, Frank Schmidt. Insgesamt 8 Punkte, auch in der Gesamt. Also zusammen mit Stefan Bachhuber im Moment in Führung. Und einer auf Bahn 2, Emiliano Sanchez, auf Bahn 4. Auf der Außenbahn Tommy Dunker, auf Bahn 3, dann Robert Barth und auf Bahn 5, Herbert Rudolph. Und dann Tommy Dunker. Remy
frei, aber wir haben ja auch noch das große Finale vor uns. Wir werden. Mit 8 Punkten die Startnummer 2 Jürgen Michel, Jens Laurenzen. Damit 4 Punkte die Startnummer 5 Jens Peter Bosco, Rico La Buddha. Mit 9 Punkten die Startnummer 10 Paul Miller, die Rothens. Und war gut. Man muss mal sagen, Motor und war alles super abgestimmt. Ja. Also es war wirklich vom Feinsten. Wir werden zur Zeit auch gut. Hat alles gepasst. Sonst hätte er nicht gewonnen. Schäfer, dieser Mann vor mir ist der Chef von MSC Nidda. Ich bin wieder der Chef vom MSC Nidda. Wieder. Ich war kurzzeitig zurückgedreht. Es gab einige Differenzen im Verein. Die Vereinsmitglieder haben gestimmt, dass ich das Amt wieder übernehmen soll. Wurde abgestimmt und ich mache es jetzt wieder. Und hoffe, dass wir gut Grasbahnrennen haben, mit vielen Zuschauern. Ein gutes Fahrerfeld haben wir sowieso. Der Sohn auf seinem Kumpel steht Metzgerei Schäfer. Und Klaus Wirth hat ihn gefragt, ob er die Kraft von aus dem Kotelett holt oder sowas. Ja, das glaube ich kaum. Er ist zwar ganz gut, aber wenn er nur Kotelett und ein bisschen essen wird, glaube ich nicht, dass er so weit vorne wegfahren wird.
Metzgerei Schäfer, ich bin halt der Sponsor, ich bin der Vater von ihm und deswegen hat er das von der Traum. Aha, aber er hat gesagt, so Klaus, er schwimmt gerne, er jockt gerne und das macht ihm, das gibt ihm die Kraft. Die Hauptkraft, glaube ich, hat er mal vom Fußball, weil er spielt leidenschaftlich gern Fußball und er spielt auch ganz gut. Man hat ja schon mal das Thema erwähnt, ob er Fußball lieber spielen soll oder Motorradfahren. Er hat sich entschieden fürs Motorradfahren. Oh, freut uns alle drüber. Wo ist nächstes Rennen wieder für Junior Schäfer? Vatertag in Landshut. Landshut, ja. Auch viele Erfolg da in Landshut. Danke. Der Sonderlauf der sechs Zeitschnellsten aus dem Training um den Goldenen Löwen. Und bitte die Sicherheitszone wieder umgehend frei machen. Auch der junge Mann hier vor Start und Ziel, bitte. Robert Kahn, dann Sean Wilson, Matten Kröger, Emiliano Sanchez, Robert Barth und außen Tommy Dunker, so die Auslosung. Und da ist er aufgestartet. Sean Wilson hat die Nase vor uns vor Tommy Dunker und da stürmt rote Flagge, rote Flagge. Hier und jetzt im Lauf zum Goldenen Löwen. Ja, sie haben sich verhakt, der Robert Barth und Matten Kröger. Wir hören, Sie haben ausgebildetes Sanitätspersonal. Bitte lassen Sie die ersten. Ja, liebe Fans, beide Fahrer sind wieder auf den Beinen. Robert Barth und auch Matten Kröger. Das ist für uns das Wichtigste, Shake Hands. Keiner macht es natürlich absichtlich. Ja. Sanchez mit 1, Tommy Dunker und mit den 2 Robert Barth. Robert Karl auf Bahn 1, Sean Wilson auf Bahn 2. Matt Kröger auf Bahn 3, Robert Barth auf Bahn 4. Nein, Robert Barth auf Bahn 5. Auf Bahn 4 ist Emiliano Sanchez und Tommy Dunker auf der Außenbahn. Der Start ist wiederholt. Sean Wilson, Matt Kröger, Tommy Dunker. Tommy Dunker jetzt auf Rang 2, Robert Karl dritter, Robert Barth, vierter Emiliano Sanchez. Tommy Dunker, Robert Karl, Robert Barth, Emiliano Sanchez. Und im Innenfeld mit technischen Problemen, Matten Kröger. Nach der Führung in der Vor Tommy Dunker, Robert Karl, Robert Barth und Emiliano Sanchez. Und Robert Barth im direkten Kampf um Platz 3 mit Robert Karl. Der Goldene Löwe geht nach England. So, liebe Fans, der Goldene Löwe 1989 geht nach England an den sympathischen Wilson, der sich hier auch noch einmal bei den Fans mit Wheelies bedankt. Erster Platz also für die Startnummer 10, Sean Wilson. Zweiter Platz für die Startnummer 1, Tommy Dunker. Dritter Platz ganz knapp für die Startnummer 7, Robert Karl. Vierter für die Startnummer 2 für Robert Barth.
und fünfter die Startnummer 8, Emiliano Sanchez, leider ausgefallen, an zweiter Stelle liegen Manten Krüger. Die Zeit. Damit ist das erste Semifinale gestartet. Tommy Kuhnert mit Hermann Bachert bremsen sich innen durch. In Führung vor den Engländern, vor Paul Miller und die Rotem von den Innenfeld. Rote Flagge, rote Flagge. Die rote Flagge. Ja, liebe Hörer, der Radrealinenlauf abgebrochen. Da gab es also einige Rempeleien und wir möchten ja Fernsport haben. Geschädigt dadurch waren Martin Brandl und Peter Starke, der Referee, denn zum Restart alle vier Gespanne wieder zu. Ja, liebe Fans, da trifft es zum zweiten Mal heute wegen Bandberührung das Gespann 7, den Dave Howells und Sepp Seidel. Sie werden ausgeschlossen und bleiben damit weiter auf 7 Punkten. Ja, war zu Ende gemeckert. Sehr gut. Tommy Kuhnert, Hermann Bacher, Paul Miller, die Woodhams, jetzt war auf Gang 2, Martin Brandl mit Peter Starke und die Engländer auf Gang 3. Und weiter die Reihenfolge, Tommy Kuhnert, Hermann Bacher, Martin Brandl, Peter Starke und Paul Miller, die Woodhams. Ja, das ist ein Kaum, also
Stuttgart notieren wir 3 Punkte, damit haben sie 7 Leben, einen Punkt weniger als die Lokalmatador Tommy Kunert und Hermann Wacker. Dann auf Bahn 3, Stefan Wachhuber, 6. Von hinten raus also Tommy Dunker, Sean Wilson, Martin Krüger, Robert Barth, Emiliano Sanchez und Stefan Wachhuber. Damit hat er insgesamt 18, die Startnummer 10, Sean Wilson. 4 Punkte für die Startnummer 2 für Robert Barth, insgesamt 16. 3 Punkte für die Startnummer 1 für Tommy Dunker, insgesamt 19. 2 Punkte für die Startnummer 8 für Emiliano Sanchez, insgesamt 14. Und 1 Punkt für die Startnummer 3 für Martin Krüger, insgesamt 17. Supercup 1998. Zum einen von Jürgen Michel mit Jens Laurenzen und zum zweiten von Oswald Bischoff mit Mario Siebert. Oswald Bischoff, Mario Siebert, Jürgen Michel und Jens Laurenzen. Thank you.
von Martin Brandl und Peter Starke. Oswald Bischof, Mario Siebert. Ja, wir fahren auch.
Okay, nochmal abgemessen, das war die Jubiläumsveranstaltung. 50. Internationale EMV Speedy-Rennen. Darf ich allen herzlichen und ehrenamtlichen Helfern recht herzlich bedanken. Ihnen, liebe Fans, ein Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause. Hauptsache, es reicht und bringt mir den Tisch. Ich wünsche dir einen guten Heimweg. Dankeschön. Und auch alles Gute. Wollen wir uns nachher noch mal irgendwo zusammen? Zu spät, los, war gut. Wir wollen gestern einen Feierabend hier. Heidi. Ja, alles hat ein Anfang, alles hat auch ein Ende. Die Sonne lacht und Heidi lacht auch. Da freue ich mich drüber. Das bedeutet zufrieden in dieser Veranstaltung. Ja, ich denke, die Veranstaltung war so in Ordnung, kann man nichts sagen, keine schweren Stürze. Ist alles gut abgelaufen, es waren spannende Rennläufe. Zuschauerzahlen kann ich noch nichts drüber sagen, das wird mir mein Schatzmeister nachher berichten. Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, dass alles so gut über die Bühne gelangt ist. Ja. Gut, das freut mich zu hören. Ich habe noch mit eurem Bürgermeister gesprochen, mit Volker Ort. Früher auch ein Gespannfahrer gewesen. Der liebt diesen Sport besonders, hat er mir gesagt. Nur, hat mir auch gesagt, hinter mir, also da in der Ecke, die erste Kurve nach Stad und Ziel, da wird ein Altersheim gebaut. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Da soll so ein Alters- und Seniorenheim gebaut werden. Ich weiß es nicht, ob es irgendwelche Auswirkungen für uns hat. Bis jetzt ist uns zugesichert worden, dass es keine Auswirkungen für unsere Veranstaltung hätte, weil wir ja auch ältere Rechte haben. Ich meine, das muss man abwarten, was die Zukunft da bringt. Gut, na hoffentlich hat Volker Ort dann das richtige Wort gesprochen. Ja. Er ist ja, ja letztendlich der Bürgermeister und der Bürgermeister hat doch ja, etwas zu sagen, nach meiner Meinung. Ja, ich denke auch. Also er tritt sein Amt am 1. Juli an. Er ist jetzt gewählt, ist aber noch nicht in Amt und Ehren. Also ab 1. Juli fängt seine Amtsperiode an und ich denke, dass wir von ihm her bestimmt keine Schwierigkeiten gemacht bekommen. Gut, Heidi, ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich hoffe, dass ich bei euch einen schönen Film gemacht habe. Und vielleicht trinken wir noch nachher im Zelt ein Gläschen Wein oder Bier oder sonst was. Alles klar, gut, Jan. Tschüss. Vielen Dank.